Das war gerade die Kupplung. Hört mal. Hört man das? Nicht die Kupplung, die Bremse. Morning. Es ist Frühstückszeit und somit gibt's einen Toast. Toast. Oh Gott, der Toaster steht echt zu weit weg, wirklich jetzt. Der ist voll weit weg, obwohl das jetzt gar nicht so aussieht. Vielleicht bin ich auch einfach zu klein, man weiß es nicht. wisst ihr, was ich jetzt mal ausprobiere, glaube ich? Weiß aber noch nicht. Diesen Rügenwalder Schinkenspicker auf Toast. Ich bin noch nicht so überzeugt von, aber... Manchmal muss man auch Sachen einfach ausprobieren, also, ne? Okay. Ja, mehr habe ich noch nicht erlebt, ne? Ist noch zu früh. Da ging noch nichts. Okay. Wir sehen uns später wieder, ne? Schon sind wir wieder beim Mittagessen angekommen. Und zwar geht's heute Frühlingssuppe. Ich liebe das, wirklich. Hier haben wir einmal das Suppengemüse. Leider nur dieses Rostpaket. Ich hätte lieber das kleine gehabt von Iglu, weil das ist immer so ätzend, das ist groß und du musst immer aufteilen und so, na, wisst ihr. Hier liegen Kartoffeln. Und dann, das sind die, die ich meinte, weil letztes Mal hatte ich ja diese komischen Frikadellen, ne? Da auch diese. Die sehen jetzt zwar genauso aus, aber das sind die eben vom Wales, diese Bällchen heißen die einfach nur. Boah, die sind so lecker, die passen da wirklich gut zu. Da steht zwar so Pizza-Style, meint man erst, ne, aber die passen echt am besten dazu. Wirklich. So sehen sie dann aus, aber ich glaube, ihr kennt die auch schon, ne? Alles klar, dann, wir haben erst noch voll früh, ne, wir haben 11:30, also ich esse jetzt auch noch nicht, ne. Ich mach das nur schon, aber natürlich mache ich die noch nicht rein, weil, keine Ahnung. Ich mach das jetzt, ne, und dann, oder soll ich die schon mal reinmachen? Das ist eine gute Frage, ne? Setze good question. Keine Ahnung. Egal. Aber es wird eine Schere hier. Okay. Ich muss was so machen, ne? Das ist gut. Geh mit. Ehrlich. Da sind so diese komischen Dinger drin, die macht, wo sind die? Halt Bäume hier am Start. Das sind die, die ich mag. Die mag ich nicht hier. Aber, ne, die sind das hier. Sorry. Die mag ich. Okay, Leute, egal. Dann machen wir mal hier von etwas Brain. Und dann etwas Brühe dazu. Okay, Leute, dann kommen wir zum Kartoffelschälen. Jetzt habe ich wieder keine Schere. Was kann ich für die ist? Wirklich nicht. Moment. Geht auch so, ne? Oh, what's that? Mm. Lecker. Voll lecker. Okidoki. Schüsselchen? Dann wollen wir mal. Hier kommt, die drei Kartoffeln habe ich geschnitten und zerkleinert. Die große hier nicht. Die war zu groß. Dann kommen jetzt die Kartoffeln zu dem Gemüse. Ich weiß gar nicht, ob ich genug Gemüse habe. Also keine Ahnung, ob das so viele Kartoffeln sind. Das werde ich jetzt sehen. Ja, es sind ein bisschen zu viele. Und ganz klein bisschen Gemüse kann auch noch rein.
Das ist leider nur so halbe Klumpen. Ne, das geht so nicht. Da muss der Klumpen raus. Jetzt. Okay, das war ein bisschen zu viel. Aber naja. Okidoki. Dann kommt das wieder ins Gefrierfach. Und noch ein bisschen Wasser bzw. Brühe rein. So, halb, halb. Also wenig Brühe, bisschen Wasser. Wie gesagt, jetzt muss das ein bisschen kochen. Wie gesagt, jetzt muss das ein bisschen kochen, dass die Kartoffeln weich werden. Und dann mache ich erstmal hier einen Stopp, weil wir, wie gesagt, erst halb zwölf haben. Und dann fange ich irgendwann nochmal an, mache das nochmal warm und tue dann die Bällchen rein. Also, bis gleich. Für euch nur ein Cut, für mich noch ungefähr 2,5 Stunden. Bis gleich. Zack, dann sind es 2,5 Stunden später. 2 Stunden. Oder, nee, wir haben 2 Uhr. Also kurz vor 2. Ich habe es gerade schon mit angemacht. Jetzt machen wir hier mal die wunderbaren Bällchen rein. Eigentlich ein Schwachsinn, dass ich das vorgekocht habe, aber naja. Man macht nicht immer alles mit Sinn, ne? Also, boah, es riecht richtig nach Pizza. Also, riechen tut das nicht gut, aber irgendwie schmeckt es trotzdem gut. Ein bisschen Wasser musste auf jeden Fall noch rein. Ich hätte doch gerade hier so einen Becher oder so, ne? Weg. Weil ich ja hier schon aufgeräumt habe, ne? Wie man sieht, alles schon gespült und Spülmaschine ausgeräumt und alles weg. Außer hier die Milchschüttel steht noch hier. Was muss, das muss, ne? Da machst du nix. Okay. Dann machen wir sie mal rein. Und dann spritzen hier das Water. Boah, das ist viel zu viel, ey, ehrlich. Boah, übel. Habe ich mich ein bisschen vertan. So sieht der mal vom Namen aus. Okay, wir gehen endlich wieder mit diesen richtigen Bällchen. Ja, wunderbar. Okay, das lasse ich mir jetzt schmecken. Weil ich mittlerweile echt Hunger habe. Und ja, bis später. Hallihallo meine Lieben. Willkommen zu 2 Lügen, 1 Wahrheit. Diesmal aus dem Auto und schon vom Dienstag, heute ist Dienstag, ja, obwohl ihr das erst am Donnerstag seht. Wow, aber ändert ja nichts an den Geschichten, ne? Also ich erzähle euch jetzt 3 Geschichten und ihr dürft gerne in den Kommentaren raten, welche davon wahr ist. Eine ist nur wahr. Die anderen habe ich mir gerade ausgedacht. Deshalb habe ich hier auch die Stichpunkte drauf geschrieben auf einem Bogen, ja. Das andere war hier nicht im Auto. Okay, viel Spaß beim Raten. Okay, die erste Geschichte ist mir eingefallen, weil wir ja sowieso bald in Urlaub fahren. Am 15.09. fahren wir in Urlaub zur Türkei. Und deshalb ist mir das eingefallen, weil das auch mit der Türkei zu tun hat. Wir waren nämlich schon mal in der Türkei im Urlaub, aber da war ich noch, wie alt war ich da? Moment. Muss ich kurz überlegen, so 9 Jahre alt, 8, 9, irgendwie so 9, glaube ich, 9 Jahre alt. Und ja, da gab es ja immer dieses tolle Animationsprogramm, ne? Und kennt ihr das, wenn da abends sowas aufgeführt wird? Von Kids, kennt ihr das? Ja, natürlich war ich da mit dabei, ne? Und dann wurde so getanzt und gesungen. Ist ja klar, hier dieses Weo, Weo, Kebes. Kennt, glaube ich, jeder, ne? Ich weiß nur nicht mehr, wie der Tanz ging. Auf jeden Fall, das war jetzt nicht so eine mega große Anlage. Wisst ihr, also so alles so schon in ziemlich kleinen Bereich, wie ich das noch so in Erinnerung habe. Ja, und jetzt kommt das Peinliche daran. Wir haben da gerade diesen Auftritt, ne? Ich glaube, das war sogar dieses WoW, aber weiß ich nicht mehr so genau. Aber es war immer. Ja, und ich habe einfach mal mega den Hustenanfall gekriegt. Das haben alle gesehen und mitgekriegt. Oh mein Gott, das war mir so peinlich damals als 9-Jährige. Heute würde ich einfach nur lachen. Aber damals war das so
peinlich, das glaubt ihr gar nicht. Alle haben mitgekriegt, gelacht und das mitgekriegt, das boah, geht gar nicht. Ja, das sind noch so Erinnerungen, ne? Die zweite Geschichte hat mit meiner Schulzeit zu tun. Ich weiß nicht mehr, in welcher Klasse das war, keine Ahnung. Ich würde jetzt mal so schätzen, 7. Klasse kommt so hin. 6. oder 7. Klasse. Ja, und zwar kennt ihr ja diese super Sitzereien, ne? Wo man so hintereinander sitzt. Das hatten wir. Und war schon immer dicke Haare, ne? Wie ihr vielleicht schon mal unschwer erkennen konntet. Und früher hatte ich immer einen Dutt, müsst ihr wissen. So hier oben, ne? So hier und mega den fetten Dutt hatte ich immer. Ja, und dann haben da welche aus meiner Klasse einfach. Ich demonstriere euch, dass das doch glaubwürdig ist. Moment. Die haben einfach von hinten ganz viele Stifte in diesen Dutt gesteckt und ich habe es nicht gemerkt. Ich habe es einfach nicht gemerkt und die haben sich kaputt gelacht. Die haben wirklich, ja, und dann habe ich es erst gemerkt, also von dem Lachen. Also so dick sind meine Haare, dass ich es nicht gemerkt habe. Die dritte und letzte Geschichte. Ihr wisst ja, oder ihr wisst vielleicht, dass ich nicht die Größte bin. Ganz große, 1,50 groß, ja. Und deshalb, bei mir zu Hause, da hängt ja dieser Schrank in der Küche, ne. Und da ganz oben komme ich nie dran. Und da habe ich mir einmal einen Stuhl genommen, ne, und ja, musste da oben irgendwas suchen, was weiß ich, was das war. Stand auf dem Stuhl, war fertig, ne, hab's gefunden und wollte jetzt so rückwärts runtergehen und bin nicht so aufgekommen, also so auf dem Boden, sondern so mit dem Fuß. Und alle Zehen waren gebrochen. Alle. So heftig bin ich so doof aufgekommen. Also richtig so krr, wunderbar. Und das hat auch so laut geknackt. Boah, und das war ein Schmerz. Das glaubt ihr gar nicht, wirklich. Boah, das ist mir auch nur einmal passiert. Irgendwie, seitdem denke ich da immer dran, dass ich so wirklich so aufkomme. Okay, meine Lieben, das waren alle Geschichten. Bin mal gespannt, ob ihr es erratet. Diejenigen, die mich kennen, könnten das vielleicht so ein bisschen erraten. Wer weiß. Okay, meine Lieben, dann geht's jetzt hier weiter. Kaum zu glauben, aber schon wieder Abend. Dementsprechend schon wieder Abendbrot hier am Start. Was isst du? Eiweißbrot? Ich esse hiervon. Da. Filinchen. So wie gestern und vorgestern und vorvorgestern. Aber ist ja ohne Kohlenhydrate, ne? Also insofern passt das ja. Oder geht doch, ne? Sie nickt. Okay, meine Lieben. Also was hier fängt an. Das müssen wir unbedingt gucken. Ich verabschiede mich. Bye, bye. To the rhythm, rock the house, rock the rock the house.